Da würde ich mal anfangen mit dem Stimulationstestschritt, den wir ein ganzes Stück erweitert haben. Der ermöglicht es ja seit der 2020.1, dynamische Stimulanzen im Testfall zu erstellen, zu konfigurieren und gleich auszuführen. Der ist jetzt erweitert worden, sodass wir einerseits Parameter verwenden können. Das heißt, man kann es noch ein ganzes Stück dynamischer machen. Und die zweite Erweiterung ist, dass er auch synchron ausgeführt werden kann. Das heißt, ich kann im Testfall darauf warten, dass die Stimulanz fertig abgespielt wurde, mein Fahrzyklus zum Beispiel, und kann dann mit dem Testfall fortfahren. Genau. Natürlich gibt es auch weiterhin noch den alten Signaleditor. Gerade wenn man mehrere Signale kompliziert stimulieren will, bleibt er natürlich weiterhin in unserem Tool enthalten. Und wenn man auch eine Stimulation hat, die man wiederverwenden möchte, kann man die auch auslagern, zum Beispiel in eine CSV, und so ein Signalreferenzelement dann dafür nutzen im Stimulationsschritt selbst. Ja, und bei mir sind es vor allem die angeforderten Analysen. Wir haben ja schon seit geraumer Zeit diese Trennung in Stimulationspackage und Analysepackage im Programm. Und durch den neuen Testschritt Analyse anfordern, wird es eben jetzt möglich, eine Analyse stärker an den Testfall zu binden. Insbesondere ist das sinnvoll, wenn man in seiner Stimulation mehrere Subzyklen wiederverwendet und dadurch eben auch genau spezifizieren kann, was man eigentlich erwartet jetzt. Wenn ich das richtig gesehen habe, kann man dann auch das Ergebnis der ausgelagerten Analyse wieder in den Testfall reinholen bei diesem Anfordern-Testschritt, dass das importiert wird nach der Ausführung. Genau, das wird nachträglich dann wieder an diese Stelle eingefügt. Okay. Und wie ist das mit fehlenden Teilen? Also wenn ich jetzt was auslage, könnte es ja sein, das ist dann einfach weg, hat jemand vergessen, alles was entkoppelt ist, ist flüchtig? Genau, da haben wir auch drüber nachgedacht. Dafür haben wir die Projektprüfung erweitert. Also da kann man jetzt insbesondere auch abtesten, dass jede angeforderte Analyse auch implementiert wird. Und zur Ausführungszeit kriegt man natürlich dann auch einen Fehler, falls man das nicht getan hat. Ich denke, das wird der Umgang mit Strukturen sein. Also man konnte schon eine ganze Weile Strukturen zum Beispiel aus Ethernet-Kommunikation mit ECU-Test analysieren, konnte sie lesen, konnte sie auswerten. Es war aber alles ein bisschen umständlich, weil es sehr komplexe Strukturen sind und man bisher die Gesamtheit der Struktur bewerten und analysieren musste. Jetzt haben wir das flexibilisiert. Das heißt, man kann sich überlegen, welcher Teil der Struktur ist für mich wirklich signifikant, greift rein, sucht sich ein Element raus, formuliert dafür eine Erwartungshaltung und genau die wird auch geprüft und hinter dem Report dokumentiert. Das heißt, der Report wird übersichtlicher und man hat auch weniger Wartungsaufwand, was die Testfälle angeht, weil sich die Struktur in ihrer Gesamtheit verändern kann, ohne dass der Testfall gepflegt werden muss, weil alle Aspekte geprüft wurden. Solange wie der Pfad, der mich interessiert, weiterhin bleibt, wie er ist, muss ich nichts anfassen. Mir gefällt insbesondere auch, dass es eine Lösung ist, die auf NumPy aufbaut. Also gerade dadurch kann man ja auch aus diesem Ökosystem Wert schöpfen, kann sich da bedienen, zum Beispiel so ein kurzer Any-Aufruf kann man da sehr gewinnbringend anbringen. Genau. Das andere, was die Anwender definitiv begeistern wird, ist natürlich die Verbesserung bei Usability. Da haben wir ja insbesondere im Signalaufnahmenreiter des Packages viel gemacht. Da kann man also jetzt komplette Gruppen von Signalen verschieben in eine andere Gruppe oder eben auch die Anordnung von Signalen oder Gruppen beliebig ändern. Das geht also ganz fluffig. Insbesondere halt mit dem Feature aus dem letzten Release eine Signalaufnahme zu haben, die je nach Mapping ihre Signale wieder verteilt in andere Gruppen, ist das eine runde Sache jetzt geworden, denke ich. Zum Thema Prozessintegration mit Testmanagementsystemen haben wir auch noch was verbessert. Unser Weltbild sieht ja so aus, wir haben 5 Bewertungen, None, Success, Inconclusive, Failed und Error. Aber unsere Kunden haben viel feingranulare Fehler zum Beispiel. Also sie sagen nicht, es ist einfach nur fehlgeschlagen, sondern es ist unter bestimmten Bedingungen fehlgeschlagen oder ein Test ist übersprungen worden, weil keine Ressourcen zur Verfügung standen. Sie wollen also ein Monitoring auf einem ganz anderen Granularität machen. Das unterstützen wir bei automatisierten Tests schon eine ganze Weile und haben das jetzt erweitert, dass es auch bei manuellen, interaktiven Tests mit unterstützt wird. Das heißt, ich kann meine Beschreibung für meine Fehlerklassen aus meinem Testmanagementsystem importieren, wie PTC Integrity zum Beispiel, kann die dann während der Testausführung vergeben, bei interaktiven Tests natürlich manuell. Und die tauchen dann im Report mit auf, können nach Testguide eingespielt werden und dann von dort aus wieder ins Testmanagementsystem, dass man da keinen Detailgrad verliert. Ich würde sagen, die größte Schwierigkeit und die emotionale Last kam natürlich mit dem Abschied aus dem Büro, dem Zurücklassen aller Kollegen. Durch die Corona-Krise. Also Tracetronic arbeitet ja jetzt gerade nicht, wie wir gerade hier in Ausnahmesituationen sitzen, im Büro, sondern von zu Hause. Was ein großes Hindernis ist, weil wir als Scrum-Teams sehr eng zusammenarbeiten.
ich sage immer, wir haben etwa 20 Mikroabstimmungen am Tag. Man hat eine Aufgabe, man möchte die bestmögliche Lösung, steht einer Frage gegenüber, holt sich einen Kollegen ran, stimmt ab, was ist die beste Lösung und setzt sie dann um. Das ist natürlich aus meinem Keller raus mit Videokonferenzsystemen und Kollaborationswerkzeugen möglich, aber gefühlt nicht so effizient. Andererseits war ich sehr überrascht, wie schnell wir uns da reingefuchst haben, sodass wir die 2020-2 doch so machen konnten, wie wir es uns vorgestellt haben und alle Features, die wir versprochen haben, auch umsetzen konnten. In dem Kontext war natürlich auch eine Herausforderung dieses asynchrone Arbeiten, ne? Dass man nicht mehr zeitgleich arbeitet, sondern dass der eine dann mal Zeit dafür findet, dann kommen die Kinder oder sowas dazwischen, sodass man eben wirklich zeitversetzt arbeiten muss. Genau, und dergleichen haben wir natürlich auch bei unseren Kunden festgestellt. Insofern, die arbeiten ja jetzt auch vermehrt im Homeoffice. Diesbezüglich haben wir dann einen Lizenzserver bei uns bei Trextronic bereitgestellt, sodass die auch unabhängig von Dongle-Lizenzen bei denen zu Hause arbeitsfähig sind. Ganz anderes Thema noch ist eigentlich der Kundenkontakt. Ich zum Beispiel mache Produktschulungen für ECU-Test und die machen wir typischerweise beim Kunden vor Ort, reisen da weltweit zum Kunden hin und zeigen den Leuten ECU-Test und machen mit ihnen Übungen. Das geht natürlich gerade überhaupt nicht, weshalb wir dann nach Alternativen suchen wollten, damit wir weiterhin im Kontakt mit unseren Kunden bleiben und auch Leuten weiterhin zeigen können, was mit ECU-Test Cooles machen kann. Und dafür haben wir dann jetzt uns überlegt, Webinare anzubieten, die man auf unserer Webseite findet. Dort kann man sich einfach einloggen. Es gibt verschiedene Termine, wo man immer in 1-Stunden-Abschnitten gezeigt bekommt, was ECU-Test kann und aber auch gleich Fragen stellen kann. Also es ist kein Video, was abgespielt wird, sondern interaktive Vorstellung. Also was wir definitiv sagen können, ist, dass wir ja schon seit geraumer Zeit so einen Wechsel beobachten von Classic AutoSAR zu Adaptive AutoSAR Plattform. Und insofern sehen wir da auch insbesondere den Bedarf für eine Technologie, die den Applikationszugriff ablösen kann. So ein klassischer Applikationszugriff über eine A2L-Datei macht da einfach keinen Sinn mehr. Und wir sehen, dass DLT, also Diagnostic Lock and Trace, da eben eine Technologie sein könnte, um diese Lücke zu füllen. Wir unterstützen da ja insbesondere auch schon den Non-Verbis-Mode. Wir sehen aber auch den Bedarf, da Verbis zu unterstützen. Insofern, da wird definitiv noch was kommen. Ein zweites Thema, was bisher, ich glaube, ein bisschen angeteasert wurde es auch schon, ist das zusätzliche Erschließen anderer Betriebssysteme, vor allem Linux. Also wir arbeiten unter der Haube sehr intensiv daran, die Abhängigkeiten zum Windows-Betriebssystem zurückzubauen und zu flexibilisieren, sodass wir zukünftig ECU-Test auch auf Linux-Plattformen laufen lassen können, um uns den ganzen Bereich Cloud-Testing von SIL- und MIL-Systemen zu erschließen. Stell ich die Frage nochmal? Haben wir es vergessen? Oh mein Gott, wie viele Minuten waren es denn jetzt? Oh Gott, wir haben schon die Hälfte der Zeit vereiert. Meine Frage geht doppelt gestellt. Das sieht gut aus, das läuft alles. Genau, hier aus. Könnt ihr? Kinder! Dann machst du einfach nur Infos auf unserer Website. Wo ist der Fokuspunkt? Da? Infos gibt es auf der Website, greif mal zu.